So, da sind wir wieder. Jetzt zu Sylvins Base. Muss ich erstmal finden. Wo steht denn die? Wird mir nicht angezeigt, oder was? Da. Da, Schnellreise. Und dann mal zuhören, was die so zu sagen haben mit ihren Codes. Sound resume. Okay, mit Doppelkreuz versehene Gebiete auf der Zielkarte sind Schutzzonen, die nicht mit... War das jetzt das erste, oder was? Ja, das war direkt der erste Code. Der erste Code, lol. Ja. Okay. Also wenn du bei mir im Haus hochgehst, die Treppe hoch auf den Balkon, dann müsstest du es perfekt sehen können. Also wir jucken gerade unten auf das Atomkraftwerk vor dir. Ich lauf hoch. Ich werde mich dann aber auch gleich dahin porten. Ja, ich auch. Und dann auf dem Balkon und dann... Oh, jawohl. Du siehst es perfekt. Willst du noch eine Anlage machen oder bist du bereit, Philly? Ja, ich würde sagen, hau mal raus. Erste, was war's? Deutsche Atombombe? Da bin ich ja mal gespannt. Quest begonnen, Tod von oben. Habe ich die jetzt auch begonnen? Ja. Okay. Also, dann auf schnell reise zum Ding. Puh. Ich kann mich nicht importen. Wie kann man die Waffe wegstecken? R gedrückt halten. Ja, also ich kann nicht importen. Wieso kannst du dich nicht importen? Ich bin überladen. Oh nein. Ich schmeiß schnell das Zeugs weg. Ja, bin ich gerade dran. Leute, wie viele Kronkorken kriegen für eure scheiß Quest? Ich hab gerade, glaub, insgesamt 136 Kronkorken gekriegt oder so. Alter. So, von wo kommt denn die? Wo seid ihr, Boys? Von oben, wahrscheinlich. Da kommt er, ja, aber hätte ja sein können, die kommen. Ja. Huh. Und ob du weglaufen solltest? Ja, das wird auch gleich witzig. Ich bin ja nicht in der Zone. Ja, mal gucken. Ich mach, glaube ich, schon mal den Fotomodus an. Ja, mach mal. Ich nehm's auf und du machst Fotomodus. Dann kannst du die Fotos auch schicken. Zur Not. Geil, ich sehe aber noch nichts. Bin ich bei meiner Base gespawnt? Nein. Komm, schnell. Jetzt bin ich bei der Base endlich. Ja, ich sehe aber auch nichts. Noch nichts. Warte, lass ich bin wieder unten. Ich bleib jetzt hier unten einfach stehen am Hang. Nein, komm hier hoch. Von hier. Komm hoch, komm. Du hast noch 1 Minute 44. Ach so, okay, ja, dann porte ich mich nur mal zu dir. 1 Minute 40. Also was ist jetzt ein bisschen doof, dass der letzte... Ja, wobei, eigentlich so doof ist es gar nicht. Der Code ist gar nicht mit im Video, weil ich genau in dem Moment gerade mit Intro und Anmod das neue Video angefangen habe. Das heißt, was das angeht... Oh, jawohl. Ja, okay, der Code, den kannst du nicht kopieren. Das geht nicht. Okay. Mehr oder weniger, der resettet sich ja einmal die Woche. Aber dass man so Interface ausblenden kann, finde ich noch schade, dass es nicht geht. Doch, Fotomodus. Fotomodus. Nur Fotomodus geht das, okay? Ja. Eben, stell dich bitte neben mich. Ich mach dann vor dir. Am besten auch mit der Pose oder so. Ja, am besten müssen wir eigentlich hinter uns andersrum hinstellen dann. In den Fotomodus. Ach so, stimmt. Stimmt. So rum und dann in den Fotomodus rein. Okay, jawohl. Und Pose. Salut oder. Hände in die Hüfte. Keine Ahnung, ich hab gar keine Pose. Wie macht man denn Pose? Im zweiten Reiter. Und dann unten posieren. Ich mach glaub Salut. Und wie kann ich das Menü rechts unten wegmachen? Ja, du machst halt eine Screenshot. Hände in die Hüfte bin ich dafür. Dann müssen wir aber näher zusammen. Ja, dann macht ihr Screenshot. Macht ihr Screenshot? Das sieht cooler aus, wenn ihr beide das gleichzeitig macht. Ich hab jetzt den Licht, ja. Ich nehm das auf, so wie es hier im Game ist. 15 Sekunden noch, Boys. Ich hab Bock. Kurz nochmal gucken, nicht, dass die Aufnahme spackt. Sieht man sie schon kommen? Ich sehe noch nichts. Doch, jetzt kommt sie, von oben. Oh, da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie. Wow. Yo. Alter! Leck! Huuuuh! Alter Schwede! Noch nicht bewegen, bitte! Dieser Pilz! Junge! Dieser fette Pilz! Unglaublich! Billy, ich kann dir glauben Chemikalien Schutzanzug geben. Aber mehr kann ich nicht für dich tun. Ich habe eine Gasmaske, mehr kann ich nicht machen. Warte. Gegenstand. Kleidung. Hier. Komm mal hierher.
Ich habe mal eine Gasmaske aufgesetzt. Aber, ja, wir sind außerhalb von dem Radius. Also ja, aber dürfte... wir gehen jetzt da rein. Ja. Ach so, stimmt. Ja, klar. Macht ja Sinn. Ich weiß nicht, ich hab auch so ein Prototyp-Ding, aber halt nur ja, den Anzug. Zieh den Anzug an. Ja, zieh den Anzug an. Da ist schon einer dran an dem Ding. Der kriegt auf die Fresse, wenn er hier in meine Nuke reingeht. Ich kann mich zum Ding rein teleportieren, zum Kraftwerk. Ja, will ich gerade nicht, ich will eigentlich so reinlaufen von außen. Ah, du kannst nicht zum Ort innerhalb einer Einschlagszone reisen. Ja, dann los! Was willst du machen, Silvi? Dem Typ auf die Fresse geben, der soll aus meiner Nuke kommen. Jawollo! Oder auf die Fresse, oder was? Wo seid ihr denn jetzt hin? Ich hab dich runtergeporten, kannst dich gleich hinterher porten. Ich bin einfach runtergerannt. Aber du müsstest halt von allen Gegnern wegrennen, Feli, ich sag dir nicht. Ja, ich bin durchgehend am Rennen. Ich bin durchgehend am Rennen. Ja, die müssten für dich viel, viel, viel zu hoch sein. Ja, ja, okay, ja. Silvi, du kannst dich nicht zu uns porten. Ich bin jetzt einfach Katastrophenfotograf, oder wie heißt das? Katastrophenreporter. Oh, holy moly. Aber sah auf jeden Fall besser aus als in der, ja, in der Beta, die nur ja, ja, viel ja, besser. Die war mega nice. Hey, ho, let's go. Ich krieg halt jetzt schon Strahlung, Alter. Okay, tschüss. Da. So, einmal Mutation zum Mitnehmen, bitte. Also jetzt muss auf jeden Fall Red X nehmen. Ja, das stimmt. Ich hab auch ein Ding an, ja. Supermutanten sind da. Ja, gut, aber die sind jetzt noch nicht mutiert. Also irgendwie, normal sind da so glühende Gegner. Ja, aber 68er Ding. Sind schon heftig. Ja, gut, die sind noch relativ normal. Ich schieß mal nicht, ich mach gar nichts. Ich halte mich komplett raus. Ich bleib im Schleichmodus versteckt. Mich möglichst nicht sehen. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Mein Name ist Peter Pansky. Rein, da ja, links steht noch einer, gell? Der ballert noch. Ja, drauf geschissen. Ja, nicht, dass er mich abballert, aber sonst mir egal. Ach, scheiße, warte. Ja, ich bin schon weg, ist alles gut. Nimm das. Ich schleich einfach. Geil, geil, geil. Natürlich ist es direkt der erste Code. Ja, das war jetzt ja mega lucky. Ja. Entdeckt Kraftwerk Monogar. Vor allem erstmal das schönste Kraftwerk. Aber keine Kettenreaktion, nein. Ja, wer weiß, vielleicht sah die Nuke auch nur so cool aus, weil ihr das Kraftwerk bombardiert habt. Ich habe jetzt aber nur nichts gefunden. Die Pflanzen und so musst du allein schon looten. Ja, ja. Die sind alle verstrahlt, ja. Was für Pflanzen? Ja, Pflanzen einfach, nur verstrahlte Pflanzen. Wurde mir gerade auch schon angezeigt. Schnell in der Laborstation verwenden, weil sie irgendwie besondere Sachen haben und was weiß ich. Gut, die haben das letzte Mal den Flughafen auch gebombt. Da waren halt extrem viele Gegner. Nee, da läuft doch nichts. Alter, da läuft ein Level 13 herein. Wirklich. Ja, verreckt doch, oder? Wenn er keinen Strahlenschutzanzug hat? Ja, ja. Und ich hab die Story gespielt und ich hab noch keinen. Oh, da ist was Blaues an dem Baum. Zwielichtsaft. So blau leuchtendes Zeug bei gerade am Baum. Ich seh's, ja. Kann ich das jetzt aufnehmen? Ist das für jeden? Ja, ja. Rohes kobaltfarbenes Flux hinzugefügt. Okay, nordöstlich von hier hat es noch so eine kleine Stadt, vielleicht sind da Gegner. Die ganzen Leute zu der Nuke laufen. Ja, schon, das ist ja halt das erste Mal und so. Ich wäre auch sofort zu einer Nuke gerannt, wenn einer vor mir eine gezündet hätte. Klar. Von dem her. Verständlich, sag ich mal. Ne? Aber der Strahlenschutzanzug war wichtig, ja. Das ist jetzt schon safe am Arsch. Aber ist erstaunlich wenig. Wobei, stimmt, nach einer Atombombe sind relativ wenig Gegner da zu erwarten. Kann auch sein, dass die jetzt halt erst mutieren und dann spawnen. Das Lustige ist jetzt halt, dass wir gerade gar keine Infos über das Zeug haben. Also so gar nicht. Ja, ja.
Nein, nicht hinsetzen, du Eumel. Ja, ich würde es trotzdem mal da zu der Stadt. Ja, will ich gerade. Bin gerade so auf dem Weg ungefähr. Oh, das wird eine super Folge. Das macht mir jetzt schon mega Laune. Einfach nur mit euch hinterher zu laufen. Katastrophenreporter. Woo. Mein Name ist Peter Panski und ich gehe heute dem Ganzen auf den Grund. Sind die von. Ich suche das Haus, hab ich gerade vergessen bekommen. Lol. Für die Stadt hinten. Und ich soll eine Werkstatt erobern. Mach mal. Mach mal, ja. Level 68er Mutanten. Da, ein leuchtender Mischling. Ein leuchtender Mischling, warte. I wanna see it. No, don't kill it. I see it. Hat der jetzt auch. Der Mischling ist doch aber ein normaler Gegner, mehr oder weniger. Ja, gibt's. Also, ich hab noch keinen leuchtenden gesehen. Ich hab nur einen leuchtenden Frosch bis jetzt gesehen. Ich hab jetzt hier aber Ultra Zeed zum Beispiel gefunden. Ah, nice. Aber eins nur halt. Ich. Aber guck mal hier, die Beeren und so, alles rohes Yellow Cake Flux. Also das sind alles Pflanzen, die man, glaube ich, mitnehmen sollte. Ja, warte, ich mach das Harvester Perk gerade nochmal kurz rein. Ich sammle gerade alles ein eigentlich. Was für ein Perks ist es? Irgendwas mit Flora, ich weiß aber gar nicht mehr, wo es war. Machen wir das. Hast du es drin? Nee, noch nicht, warte mal kurz. Gerade kam ein fetter Sound, habt ihr den auch gehört? Ja. Ich hab's auch geshared. Okay, gut. Lootest du von jedem quasi das Doppelmenge. Ah, oh, da sind viele hinter euch gespawnt. Oh. Achtung. Wow. Okay. Ja, warte, dann komme ich zu euch. Ja, aber Bots können nicht verstrahlt sein, oder? Ja, es sind auch Verbrannte dabei, so wenn ich es richtig gesehen habe. Aber die sind auch nicht mutiert, also ich habe das schon anders gesehen. Im Stream, den ich gesehen habe, waren die auf jeden Fall mutiert, also so leuchtende Fetten. Ansonsten vielleicht gleich nochmal kurz, wenn wir in der Stadt waren, raus und wieder reinporten, dann müssen wir respawned sein. Oh, ich müsste Red Away gleich noch nehmen. Alter, versteckst du dich da? Ja klar! Was soll ich denn machen? Ich will so lange wie möglich überleben, Mann. Ja, ich hau mir nochmal ein Red Away rein. Hier ist was Grünes am Stein. Ja, nimm das mal. Ultra-Zeed-Ader, okay. Was auch immer Ultra-Zeed ist. Braucht man das? Ja, Ultra-Zeed ist im Prinzip normal. Das findest du auch so in speziellen Höhlen. Aber auch nur selten. Es ist zwar schon so ein High-End-Ding, aber das kannst du auch so finden, ohne Atombombe. Ja, gut. War jetzt in der Stadt irgendwas? Nee. Ist jetzt nichts gefunden, ehrlich gesagt. Die Frage halt, ob man irgendwo. Hier ist ein Gegner. Muss ja irgendwo ein Zentrum geben oder so. Also, ich wäre jetzt eher mal Richtung Zentrum gegangen, zum gucken, ob da irgendwo. Zentrum von den. Ja. Ja. Na, ganz im Zentrum waren wir jetzt halt noch nicht wirklich. Achso, okay. Also ganz im Zentrum stand zumindest bis gerade eben ein enormes irgendwas, Level 28er, der ist jetzt tot. Also kann gut sein, dass im Zentrum was ist. Dass da was abgeht. Kommen die ganzen Kommunistenbots raus, wenn man hier einen Nuke gezündet hat. Ja, aber die haben nur Standardzeug, also die würde ich nicht machen, damit verschwenden wir ja nicht Zeit. Ja, dann lass halt wirklich in die Mitte gehen. Ja, ich glaube auch, dass in dem Atomkraftwerk irgendwas. Uiuiuiui. Vielleicht war es auch eher dumm, das genau auf dem Gebäude zu nuken. Ja, das stimmt auch wieder. Och, wer weiß. Ich glaube, damit haben die auch gerechnet, dass das Leute machen werden, also die. Wir werden schon richtig damit irgendwie umgehen können, denke ich. Da hinten leuchtet wieder was an der Wand. Bei dir auch? Ja, oder? Wo? Ah ne, das ist nur ein Licht an der Tür. Okay. Ja, es sah so aus, so hell. Da leuchtet was? Könnte halt sein, dass es oben auf dem Gebäude drauf ist. Das ist halt ein bisschen. Irgendwie, weiß nicht, ein Einschlagskrater oder so direkt gibt und der ist halt oben drauf, weil sie ist eigentlich genau auf dem Gebäude hier gelandet. Ja, möglich. Wie kommt man hier rauf? Bin ich gerade am gucken. Da an der Seite ist auf jeden Fall eine Treppe. Hier.
Dann müssen wir aber da auf das Unterding auch irgendwie drauf. Ja, die Treppe, guck dir mal die Treppe an, die ist auch schon richtig verseucht da oben. Oder sieht es nur so aus? Ach doch, das sieht aber so aus. Hör ich hier gerade einen Alpha-Code, also einen Silo-Code? Ja. Irgendwo. Aber da hinten ist auch was Leuchtendes noch. Ja, der wollte sich's auch mal selber angucken. Aber es ist, glaube ich, nur Ultrazit. Ein leuchtender Grubenhauer, okay. Wo ist der leuchtende Grubenhauer? Da, liegt auf dem Boden, da. Achso. Der ist schon tot gewesen. Da drinnen sind aber noch welche, im Ding. Im Reaktor, also im Turm hier. Ja, stimmt, ah, ja. Ich seh's. Das ist ein Gegner. So, verstecken, ich geh mal hinter dem Pfosten. Du musst dir das abgewöhnen, immer wieder durch die Gegner durchzulaufen. Oh, wow, wow, hier drin kriegen wir fett Schaden, Jungs. Oh ja. Oh, wow, wow, hier, raus hier, raus hier, raus hier. Eieieiei. Ja, aber ich glaube, das ist an dem Turm selbst, weil es war das letzte Mal auch schon so. Können wir gucken, ob wir irgendwo oben drauf kommen? Ja, können wir machen, ja. Hier, verbrannter Eroberer wird mir irgendwo angezeigt mit Half-Life. Ja. Red X wird nicht mehr. Okay, Nummer 1. Mehr davon. Ja, hier kommt meine Treppe hoch. Ja, guck, sieht so aus, als ob die Treppe so grün verseucht wäre. Ja. Warte mal kurz, ich claim mal ganz kurz den Workshop, einfach nur damit der Gegner spawnen. Okay. Ja, die sieht schon so verseucht aus, ja. Ja, die Treppe ist so grünlich. Ja. Wie gesagt, vorhin war hier auch oben einer, aber der ist halt gestorben mit Level 28. Hey, Quest abgeschlossen, dankeschön. Da drüben sieht man es, aber da ist nirgends so ein Einschlag oder so. Vielleicht kommt es jetzt noch oder so, das kann man jetzt halt einfach nicht sagen. Ne? Vielleicht haben sie es auch noch nicht gepatcht und sie wissen einfach, dachten nicht, dass Leute schon so weit sind. Okay, eine Nuke wurde in der Beta schon gezündet. Ja, stimmt schon. War ja die allererste. Also hier oben ist effektiv nichts. Also hier... Ich müsste jetzt eigentlich ja genau sein, wo sie gespawnt ist. Also wo sie eingeschlagen ist. Ja, aber vielleicht ist sie auch nicht hier eingeschlagen. Aber das Zentrum sieht auf der Karte markiert. Das ist genau hier. Zentrum, ich stehe jetzt genau drauf. Guck mal, da unten soll man in die Tür rein. Ja, ich habe unten auch ein Quest-Ding, oder? Das. Da unten ist ein Quest-Symbol bei mir. Mach mal meine Quests ab. Ja, mach mal alle ab. Jetzt ist es nicht mehr da. Was? Das war Untersuche das Haus von oben. Dass du im Prinzip hier rein sollst und Achso. weglaufen sollst, mehr oder weniger. Hm. Aber es muss ja mehr sein. Es kann ja nicht sein, dass das jetzt. Ich glaube auch nicht, dass das alles ist. Gegner und so. Da war ja. Wurde ja alles angekündigt. Gut, aber das Gebiet hier ist jetzt auch eine Weile verseucht. Also so ist es dich, ne? Ja, das Problem ist es, glaube ich, auch so ein bisschen, dass es in diesem Gebiet um das Kraftwerk nicht wirklich viele Gegner sind. Daher kommt das, glaube ich, so ein bisschen. Da hätte man vielleicht ein anderes Gebiet wählen sollen. Ja, aber du hast jetzt eben da unten geclaimed, da müssten ja eigentlich welche spawnen. Achso, ja, verteidige das Ding, müsste eigentlich vielleicht mal kommen, ja. Ich höre was. Irgendwas ist in die Luft geflogen. Ja, aber hier oben ist auf jeden Fall nichts.
Ah, jetzt kommt, mach dich bereit für die Verteidigung. Okay, wo ist der Workshop? Da, okay. Ja gut, dann... Drinnen im Kraftwerk sind auch Gegner, aber ich weiß halt nicht, ob die... Ja, mir rennt gerade ein verbrannter Eroberer hinterher. Komm mal hier runter. Ja, ich komm. Springen könnte schwierig werden, ne? Ja, springen wird schwierig. Ich laufe jetzt gerade Treppe. Da ist die Treppe. Ansonsten springen und retzen lassen. Ja, das geht auch, stimmt. Theoretisch auch gern. Ich gucke jetzt einfach mal kurz ins Kraftwerk rein, nicht, dass wir da irgendwas verpassen. Ich werde zwar instant sterben wahrscheinlich, aber nicht, dass da drin irgendwelche verseuchten Viecher sind, die wir jetzt verpassen, das wäre ja doof. Ne, hier drin sieht nicht so aus, als wäre irgendwas... Also ist halt die Luft ganz normal? Ja. Da ist leider nix. Ja, also, nächste Nuke, oder? Wenn mehr Buchstaben da wären, dann könnten wir das locker machen. Aber im Moment das sind Problem die anderen... Ist, dass jetzt einfach die Codes, oder haben wir die Codes noch? Die anderen Silos, meinst du? Jetzt übrigens so blaue irgendwas. Ah, jetzt nochmal Zwielichtsaft. Warte, ich komme zu dir. Und ein paar Beeren. Radbeeren. Ich glaube, dass so das blaue Zeug und so eher das Seltene ist. Ja, ja. Gut möglich. Und die Pflanzen und so definitiv, weil das hat auch eine, kam links oben als markiert von wegen sammel die Pflanzen, aber Achtung, die verfallen ziemlich schnell, geh lieber an den Labortisch und verwerte sie. Gibt's in dem Kraftwerk einen Labortisch? Aber möglich wär's. Aber wer oben ist, campt direkt. Ja, stimmt. Dann können wir es ja gleich mal machen. Ah! Ah doch, die Mutantenhunde von den Dingen sind mutiert, von den Supermutanten hier. Ja, aber die leuchten oftmals so. Nee, die angreifen nicht. Und hier ist Säure auf dem Boden, ist die hier immer? Ja, ja, die ist da. Ja. Okay. Die hat aber auch ionisiertes Blut dabei, der Mutantenhund. Also das ist nicht normal, dass die ionisiertes Blut ist. Ja, aber die haben auch ionisiertes Fleisch, die Supermutanten. Okay, also ist, ja gut, dann ist das doch was anderes, ja. Looten! Und leuchtende Masse ist, glaube ich, auch nicht normaler Loot. Macht mal eure Rats weg, wenn es geht. Dann dann hau ich kurz ein Steampack rein. Habe ich gerade gemacht. Warte. Ich warte noch kurz, bis meins ganz weg ist. Nochmal eins reindrücken. Sammle die abgeworfenen Vorräte. Ach nee, das hat nichts mit uns zu tun, oder? Nee. Bis der Berg kommt. Wie viel ihr einfach instant hochdrückt. Klar. Ich los hier. Ja, ich bin gerade am Hang. Ja, im schlimmsten Fall kann auch ich mal ein Stimpack reindrücken, wenn ich sehe, ihr geht ganz nach unten. Da links über den Typen ist ein Quest-Symbol. Links über dem Supermutant Kriegsherr. Achso, okay. Da ist noch einer mit einem Anzug, der Shakus, hinter uns. Falls ihr den killen wollt. Achso. Dieses automatische Impro-Gewehr, ist das gut? Nee. Okay, also brauche ich das nicht mitnehmen, um mich damit... Nee. Okay. Also du kannst es, wenn du Platz frei hast, mitnehmen und verwerten, damit du halt Dings kriegst, aber an sich ist das Ding nicht. Okay, dann schmeiße ich wenigstens eins davon weg. Behalte ich eins und eins schmeiße ich weg. Hier bei mir ist nochmal blaues Zeug. Sekunde.
Brustkorb und Wirbelsäule. Okay. Warte. Ist irgendwas anderes? Ne, ist auch dieses Impro-Gewehr. Komm her! Ich laufe jetzt hier gerade mal ein bisschen größerer Umkreis einfach mal ab wegen Pflanzen und so, dass ich das alles mitnehme. Mhm. Das ist nochmal blaues Zeug. Siehst du es schon, Philly? Ja, ja, ich seh's, ich seh's. Dann lauf ich schon mal weiter. Ich glaube, das ist so ziemlich das Wichtigste jetzt, das blaue Zeug, weil das ist... Allgemein halt diese Verstrahlungsmatz. Ja, es hieß ja, dass du halt, wenn du einen Nuke schmeißt, dann rare Sachen sammeln kannst. Also ich will nicht wissen, was du dir damals machen kannst. Ne? Okay, die Frage ist, du musst ja erstmal was haben, wo du dir sagst, mach da was draus. Labor. Ja. Was? Labortisch quasi. Ja, aber eben. Ja, aber du brauchst trotzdem erstmal ein Rezept halt vielleicht oder so. Eben. Bankleuchtezecke. Oh, in dem Baum ist schön viel. Da unten ist ein Supermutant Elite. Ja. Bringt es was, wenn wir den einladen? Nicht, dass der uns irgendwas wegnimmt oder so? Nö. Okay, ja, dann ist egal. Macht absolut keinen Unterschied. Gut. Hier ist eine krank leuchtende Zecke. Wo krieg ich denn Teile für Power... Ne, Power Armor ist erst Level 40, ne? Die meisten Sachen. Nee. Nicht? Ich glaube, die Lost ist ab 15. Davor. Okay. Und wo finde ich das? Anderen Random. Power Armors. Gehen random manchmal irgendwo rum. Naja, es gibt ja Spawnpunkte für Power Armors, also muss ich die einfach ablaufen, oder was? Bei ja, jedem Stand im Prinzip eigentlich. Genau. Ha! Ich hab wieder Herdentrieb gekriegt. Ansonsten gibt's auch eine interaktive Map, wo so Sachen dann Kennzeichen sind. Ich bin voll stark jetzt, ey. Richtige Herde hier. Mhm. So. Also merkst du nichts, also nichts schmeißt man eh direkt auf ein Ding drauf, oder? Auf einen Riss. Das ist halt die Frage, wie sich's auswirkt, ne? Kann halt auch sein, dass alle Gegner killt und dann trotzdem nichts spawnt. Na gut, wo war denn jetzt der Elite-Typ? Oder habt ihr den schon gekillt? Ja, auf der Straße vorne. Oh, aber okay. Der hat auch nichts Besonderes. Das ist eigentlich... War halt ein normaler Gegner, mehr oder weniger. Das ist... Sobald sie Sternchen hinten haben, dann sind sie krass, aber mit so einem Grünchen habe ich mittlerweile das Gefühl, dass der... Da ist ein Drop da drin, aber der bringt wahrscheinlich auch nicht mehr viel was. Verstrahlter Airdrop. Da hinten ist gerade nochmal was explodiert. Ja, hab's gesehen. Gerade vor uns. Mhm. Ja, guck mal, hier sind so Supermutanten. Ah, nee. Level 5. Nee, es hat aber gerade so ausgesehen, als ob hier was wäre. Ah, nee, hier ist ein Airdrop-Block. Gegen die kann sogar ich kämpfen, komm her! Ja, da war ganz schön viel aus für Level 5. Ja. Natürlich hat er den Minion dabei. Hochradioaktive Flüssigkeit, okay. Ich hab eine Schwarzpulverpistole gekriegt. Ja, die ist sehr nice. Ja, 115 ja, Schaden. Geil. Das Gewehr ist richtig krank. Ja, das Gewehr ist aber das Beste, was ich hier gefunden habe. Oh, da, legendärer Supermutant. 3 Sterne. Wo, was, wie, wo, oh, oh. Genau vor mir. Komm, Juhu! Der da hinten in der Tür steht. Ja. Ja, mach du die mal, ich geh schon mal zu dem Dude. Wo ist er denn jetzt? Ah, hier. Der Kollege links von uns, Oh, hat sich direkt ins Team reingehauen. Der Schakus kämpft mit gegen den. Spaß. Naja, die sind ja auf euch fokussiert, also.
Ich mach mal ein paar Fotos. Du bist ziemlich produktiv, muss ich sagen, Philipp. Ja, was anderes kann ich doch nicht machen! Sobald die mich auch nur anpusten, bin ich tot. Autos im Lederrüstung hat er gedroppt. Ah, das ist nochmal eine Elite hier. Rüstung hier, die ich gerade bekommen habe, die macht genau den gleichen Effekt mit dem Ding. Meinst du? Mit dem Stimpack. Achso. Die macht auch genau das. Wo ist der Elite? Da in der Tür, der? Da in der Tür. Ne, unten war noch einer. Hier vorne, der hier war der eigentliche Elite. Der Welche? Große, der Starke. Der bei mir. Bei dir liegt keiner. Bei mir. Dann muss er irgendwo im Umkreis hier sein. Die liegen manchmal anders. Ein bisschen. Also der Supermutant Kriegsherr ist bei mir leer gelootet. Bei dem kann ich nicht. Hier Supermutant Kriegsherr. Achso, vielleicht weil du nicht am Kill beteiligt warst. Oh. Ja, okay, wenn du gar kein Damage machst, dann kriegst du, glaube ich, nichts. Ja? Nein! Naja, eigentlich sollte ich hier gar nicht hier sein, ich darf nicht meckern. Ja. Aber schon dumm, wenn ich schon mal hier bin, hätte ich auch einmal drauf schießen können. Dammit. Hat der André auch gemacht, theoretisch. Ja, ja. Aber der hätte hier, na gut, wirklich viel reißen hätte er auch nicht können, aber ein bisschen was konnte er reißen. Der hat ja wenigstens eine Power Armor gehabt. Ach schade, kann man nicht durchgucken. Wo seid ihr? Da oben. Ja, aber cool, dass jetzt solche Elite sind. Also, es sind doch einige da, man muss nur suchen und ablaufen. Okay, das war jetzt glaube ich gerade random halt einfach bei dem Gebäude. Okay. Das, was wir im Stream gesehen haben, waren im Prinzip die Scorches, also die Verbrannten, nur dass die komplett grün geleuchtet haben. Alle oder was? Ja. Der hat's halt eben da bei dem Flughafen hingebombt. Ja gut, da sind ja auch ganz viele Verbrannte. Da sind ganz viele Verbrannte, deswegen meinte ich. War jetzt vom Gebiet her wahrscheinlich ungünstig, weil hier normal gar nicht so viele Gegner sind. Aber viele Pflanzen. Ja, dein Perk ist auf jeden Fall nice. Ist da jemand überladen? Ein bisschen. Ich habe so viele Pflanzen mittlerweile. Ah, da sind zwei blaue direkt, nice. Deine sind so, glaube ich, sogar zwei, weil das ist so ein großer Fleck. Ah, ne, ist nur eins. Schade. Ja, ich glaube, genau die Dinger muss man suchen. Ich glaube, das ist das, was so extrem selten ist. Ja, hier gibt's einen Aufzug. Gut. Was brauche ich für Munition für die Schwarzpulver-Ding? 50 Kaliber Ball. Und so Bleikugeln. Okay, und wie sind die schwer herzustellen? Oh, in der Ding halt, in diesem Tüftler-Werkbank. Blei, ja, Schießpulver. Da vorne ist wieder ein blaues. Brauchst du Blei und Stahl für. Okay. Und links ist auch nochmal eins. Also die sollte ich auf jeden Fall. Ja, halt. Ich seh's nicht. Ja, warte, hier hoch. Da ist auch noch ein grünes Vier gewesen. Da sind einige Gegner jetzt gerade. Ja. Da waren auf jeden Fall ein paar grüne Viecher gerade bei mir angezeigt. Da ist nochmal so ein Morad. Warum hat ein leuchtender Gruben? Du solltest nicht immer in die Gegner reinkettern. Warum hat der einen Ofenhandschuh, Alter? Warum hat ein Grubenhauer einen Ofenhandschuh dabei? Weil das kann. Ja, ich glaube auch, ey. Kämpft da gerade ein Hund gegen eine Mo-Rat? Ja, und der Hund hat Verstärkung. Legendärer Hund. Leuchtender legendärer Mischling. Legendärer Mischling. Die ist einmal drauf, Fili. Der hat sich das Simpack geschmissen, der Wichser. Ja, ich hab was gekriegt. Ja. Des Killers Fallensteller links. Du sollst nicht immer da reinstehen. Das war jetzt ich. War's nicht. Minus 8% Schaden durch andere Spieler, okay? Das ist so PvP krass. Du kannst halt absolut nicht looten, wenn einer mit dem Gegner drin steht. Das ist mega schlimm. Das ist wie wenn einer in WoW immer im Händler drin steht. Oder mit so Leute, die ich lynchen könnte. Oder mit dem Mammut, mit dem Tundra-Mammut über dem Briefkasten. Ja, genau. Ich find's auch witzig, aber nein.
Ich equippe jetzt einfach die eine Knarre und schieße einfach auf alles, auf das ihr auch einmal schießt. Genau, einfach alles. Reicht ja. Ein Hit einfach. Ja. Das erinnert mich gerade an dieses GIF von Adventure Time, wo der eine vorne wegläuft und alles one-hittet, der andere rennt hinterher und lootet alles. Oh, da hinten ist eine leuchtende Maulwurfsratte. So viele Pflanzen! Oh, Maulwurfsratten! Ah. Wenn ich euch dabei treffe, macht euch euch Schaden? Nö. Okay, dann ist ja. Dann ist ja komplett egal. Jetzt steht da wieder jemand direkt drauf. Ups. Ups. Das ist Damian, der kann das ganz gut. Muss mein Revier verteidigen. Erstmal anpinkeln. Mein Revier. Jemand von euch noch zufällig Redaway? Ich hab grad alle meine aufgebraucht. Ja. Ich hab den Rest im Slash, sonst muss ich hinterporten. Warte, komm mal her. Ich hab nur noch einen, aber den brauche ich glaub selber demnächst. Dann nehmt euch beide, kann man drei hier raus. Ich hab sechs getroffen. Wie kann. Warte, nimm du erstmal drei und dann nehme ich drei. Oder den Rest halt. Gehst drauf, rechtsklick, Transfer und dann gehst du auf. Nehmen mit Space und dann stellst du ein, wie viele du willst. Dankeschön, Damian. Oh, ich sollte auch mal wieder eins einschmeißen. Oder direkt zwei. Ach du, ich hab schon eine coole Mutation wieder. Ja, ich hab ja meine jetzt die ganze Zeit. Ich behalte sie jetzt. Naja. Ja, aber ich bin ja auch wieder Teamplayer, das heißt, ich hab wieder alle Stats plus zwei. Wenn ich im Team unterwegs bin. Ja, das ist ganz nice. Mhm. Ja, ich hab ja die, wo 25% mehr Melee Damage gibt. Mhm. Die macht für mich halt auch ziemlich Sinn. Ja, klar. Ja, auch überladen. Ja, schon. Oh, hier, also nee, ich wollte es leuchten. Ja, und hier sind nur die Kackroboter. Ich versuche da gerade wieder wegzukommen. Ja, ich versuche vor allem. Kommunisten Bots. Auszureißen. Was liegt denn da auf dem Boden? Metallhaufen. Die ist die Frage, ob die Sachen das Zeug an den Bäumen und so, ob das respawnt oder ob man halt einfach einmal das Gebiet absuchen muss und dann. Weil wir sind jetzt im Prinzip einmal rum, mehr oder weniger. Ja, aber ich würde trotzdem noch, solange wir noch. Ja, keine Ahnung. Ja, klar, ich laufe jetzt auch noch weiter. Wir können auch mal einmal jetzt. Wir sind ja jetzt auf der Seite, wir können auch jetzt einmal zum Camp und dann wieder reinlaufen. Und mal ein bisschen entleeren. Ja. Wir können auch einfach unten drinnen an dem Workshop kurz was stellen. Achso, stimmt, gute Idee, machen wir das kurz. Soll nicht am einfachsten, die kostet ja fast nichts, also von dem her. Ah, hier ist nochmal Ultrazit. Hier ist was, hier ist Ultrazit, ja. Ja, Ultrazit habe ich mega viel, also auch schon umgewandelt. Weil ich habe ja in der einen Höhle allein irgendwie. Warum kann ich nicht abbauen? Ich kann es auch nicht abbauen. Ich glaube, das haben wir vorher schon gelootet, wahrscheinlich deswegen. Möglich, ja. Ja, ich kann jetzt auch hier Radbeeren und so gerade nicht abbauen. Das haben wir locker schon gelootet. Gut, dann gehe ich ganz kurz zum Workshop. Ja, da müssen wir ja alle hin jetzt. Ja, die kann ich auch nicht looten, die Kapseln. Ah, da hinten ist wieder blaues. Zwei Stück sogar direkt an einem Baum. Aber ich glaube, wir können es nicht looten, oder? Ey, warte, ich laufe gerade kurz hin, dann guck ich. Da sind zwei Stück direkt an einem Baum. Nee, kann man nicht looten. Ja, dann lass mal kurz erstmal alles. Hier kann man Holz sammeln, hui. Kannst du überall. Radioaktives Holz. Ja klar. Das ist sehr mutiert. Geil, leuchtet dein Haus im Dunkeln. Du brauchst kein Licht mehr. Ja, Mann. So, Stell grad am besten ein, 2, 3, Damian, bitte. Ja, was willst du denn haben? Ist scheißegal, einfach irgendwas zum Verwerten. Achso. Darum geht's ja eigentlich. Ja, und ein Labortisch, wenn man's da. Labortisch gut, steht. Ja, aber ich will eins von den anderen einfach zum Verwerten, aber das ist Rust. Achso, hahaha. Was ist los? Um an den Labortisch dran zu kommen, muss man aus dem Ding aussteigen. Ja, okay, du kriegst ja nur zwei Reds. Geh mal kurz raus, mal gucken, wie schlimm es ist. Los, Test. Ich bin tot. Ansonsten kann ich gucken. Das tickt schon ziemlich schnell. Ja, okay, dann sollten wir doch hochgehen. Also stimmt, Fili kann hier gucken. Ich kann gucken, ne? Aber verwerten kannst du trotzdem, Damian. Ja, verwerten kann man trotzdem, ja.
Wo müsste das jetzt sein? Keine verstrahlte Ahnung. Flora, da. Was verstrahlte was? Verstrahlte Flora. Okay. Okay, dafür brauchten wir aber jetzt noch leuchtende Masse und hochradioaktive Flüssigkeit und gehärtete Masse. Und dann kann man stabiles kobaltfarbenes Flux herstellen, stabiles purpurrotes Flux oder stabiles Yellowcake Flux. Ja, das heißt im Prinzip das, was wir auch gesammelt haben, mehr oder weniger. Ja, du brauchst, wie gesagt, hochradioaktive Flüssigkeit, wovon ich leider noch keine habe, gehärtete Masse und leuchtende Masse. Und dann eben die jeweiligen Pflanzen, also, oder was heißt Pflanzen? Kobaltfarbenes Flux, purpurrotes Flux und Yellowcake Flux, ja. Okay. Was bringen die Dinger? Kann man das irgendwie anschauen? Ich weiß es gerade nicht. Warte, ich gehe mal ganz kurz zum Camp hoch und probiere das mal aus. Also links steht nichts, da steht nur Gewicht. Mehr steht da nicht zu den Dingern. Schade. Ja. Hm. Kann man hier eine Truhe bauen? Ja. Ja. Kannst du mal eine stellen, bitte? Einfach V drücken, dann kannst du selber bauen. Ah, okay. V gedrückt halten. Ja, ja. Nein, ich will hier nicht mal mein komplette Base hinstellen. Mach doch. Nein. Nö. Einfach nein. So. Schmeiß ich das Zeug einfach mal rein. Ah, gehärtete Masse habe ich jetzt aber auch noch nicht. Ich habe eben gefunden. Oder kannst du gehärtete Masse vielleicht auch noch herstellen? Hm. Aber nicht in dem Shop. Die ist jetzt hier nicht, ne. Bin schon wieder unten gedroppt, ne. Was bedeutet dieses radioaktive Zeichen bei Ausrüstung? Ist es dann Schutz gegen Radioaktivität? Ja, bei Kleidung. Da ist so ein radioaktives Zeichen und dann steht eine Zahl dahinter. Ja. Okay. Es gibt Schutz gegen Radioaktivität, Energiewaffen und physische. Physisch ist Rüstung, Energie ist Blitz und Radioaktivität ist Radioaktivität. Genau, das sind die drei Dinger. Okay, krass, dann diese Hand, diese des Killers, Fallensteller, linker Arm, der macht einfach 39 Radioaktivitätswiderstand. Okay. Krass. Ja, oder Damage. Und halt eben minus 8% Schaden durch Spieler. So. Ja. So, jetzt gehen wir mal hier ran. Erstellen. Dann ganz unten. Ah ne, gehärtete Masse habe ich doch nicht. Ich habe gedacht, ich habe die. Ja, dachte es auch, aber nö. War mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich die bekommen habe. Ja, ich glaube eigentlich auch, dass ich welche hatte, aber. Kann das sein, dass wir die verwertet haben? Wie? Unter Schrott? Ja, das wäre echt blöd. Boah, ja. Das hätte. Boah, nee, ey. Da müssen wir halt Gegner klatschen, dass wir die kriegen, glaub. Und das wär krass. Die Physiker brauchen wir ja auch noch. Die hab ich. Da hab ich sogar ziemlich viel. Ja, eine hab ich, ja. Warte, ich guck mal. Ne, von der hochradioaktiven Flüssigkeit habe ich gar keine. Hab ich 4. Okay. Leuchtende Masse 3. Mir fehlt im Prinzip gehärtete Masse, dann kann ich 3 herstellen, wenn ich 3 gehärtete Masse habe. Da hier an dem Baum, habt ihr das schon genommen vorhin, was wir nicht nehmen konnten? Ja, das blaue am Baum? Das konnte ich nicht nehmen. Auch danach nicht mehr? Ne, stimmt. Danach, jetzt geht's auch nicht mehr, ne. Ich kann's auch jetzt nicht nehmen, obwohl ich Platz hab. Ja, ich glaube, dass die gelockt sind einfach dementsprechend. Ja, dann haben. Das heißt, wir haben die schon genommen. Das heißt, man kann ja nicht ewig rumlaufen und farmen bis zum Umfallen, sondern es gibt ja halt Maximum. Für uns jetzt effektiv einfach noch ein paar Gegner klatschen, dass wir halt noch ein bisschen was kriegen und dann war's das. Ja. Mhm. Ja, müssen wir erstmal wieder ein paar Viecher finden. Also auf dem Dach von dem Atomkraftwerk sind mir vorhin Verbrannte entgegengelaufen, als ich runtergesprungen bin. Da könnten wir vielleicht auch mal drauf gehen. Zumindest waren also da vorhin welche, aber ich weiß nicht, nee, die sahen nicht verstrahlt aus. Also ja, die Flux die, und so kannst du trinken. Ah, okay. die müssen nicht verstrahlt sein, die Supermutanten waren ja auch nicht verstrahlt und haben trotzdem das Zeugs gedroppt. Okay, und was bringt dieses Flux dann, wenn man die trinkt? Das Flux ist das, was du von den Pflanzen bekommen hast. Ja. Wo's, und Flux so, wenn du es trinkst, gibt es gibt Radioaktivität, Wasser und so. Du kannst ja selber nachgucken im Inventar.
Achso, ich dachte, du hast das jetzt... Ungecraftete, nee, nee. Ja, das gecraftete. Da bin ich gespannt, was die gecrafteten Sachen machen. Es wäre halt so, wär krass, wenn es so mega... Megapods wären, quasi. Weil das sah aus wie, quasi ein flüssiges... Ja, ein Extrakt, quasi. Sag mir, wenn ihr Gegner findet, ich guck unten gerade in der Zeit noch. Mhm. Hey, sieht im Moment schlecht aus. Ja. Nimm nochmal einen Red Away. Du erholst dich von deiner Mutation. Fuck. Die war gut. Na, musst du auf Luck. Luck 2 Punkte, dann kannst du sie safe behalten. Das geht auch über Ausgaben und alles. Aber auch erst bei einem gewissen Level kannst du das Perk kriegen. Ja, ich krieg momentan halt immer dieselben Perks. Das ist ein bisschen... Ja, in dem Päckchen ist immer nur Schrott drin. Ich hab nicht einmal was Gutes bekommen mit den scheiß Packs. Du gerade mal im Kraftwerk, da waren noch normal auch Gegner. Ja, aber glaub, die waren innen drin ist nicht war verstrahlt. Ja auch nicht radioaktiv verstrahlt gewesen, ne? Ich probier's mal, ich kill mal was. Und dann, also es sieht mal nicht so aus, aber... Ja gut, wäre möglich. Ja, klar. Ansonsten müssen wir warten, bis dein Workshop wieder angegriffen wird. Yep. Guckst du gerade nochmal unter diesen Reaktorturm, Sylvine, oder wo bist du gerade? Ich laufe ganz unten rum, halt irgendwo am Rand des Dings im Prinzip zum Gucken. Irgendwas find. The fuck, jetzt bin ich hier wieder im Reaktor-Ding drin. Gar keine Gegner im Moment. Ich finde auch keine. Selbst wenn ich eigentlich keine finden will, ich finde keine. Alle beim Aufschlag draufgegangen. Ja, es kann halt schon sein, dass alle Gegner, die draußen sind, einfach sterben dadurch. Die waren drinnen, ja. Also ich bin ja gerade drinnen im Kraftwerk. Ja, oder unser Kollege ist da vorhin einmal durchgemarschiert und hat geguckt. Ah, das ist ein Level 64er. Wo? Okay, kann halt sein, weil du jetzt alleine drin bist. Ah, ja. Dass es dadurch so hoch gesteckt ist. Nee, nee, nein. Spieler. Der Juba-IT. Ne, Juba-TT. Der erste High-Level, den ich sehe. Dann nur hier, um zu schnorren. Na, Anfänger. Jetzt kommt er gleich. Oh ja, ich wollte meine dritte Nuke auch hier drauf schmeißen. Hier sind wieder ein paar Supermutanten, da wo wir vorher reingelaufen sind. Wollt ihr kurz vorbeikommen? Bin auf dem Weg. Warte ich noch kurz. Ich bin schon Meter. Bereit zum Anhüten. Ja, ich seh's. Da ist bei mir auch ein Supermutant Kriegsherr wieder. Ja, Kriegsherr ist einfach nur ein normaler... Also die haben so ihre Ränge halt im Prinzip mehr oder weniger. Vielleicht droppen die ja das Zeug. Einer von denen hat auf jeden Fall eine blaue Waffe.
Was? Nee, das ist der Superhammer, der hinten so eine blaue Flamme dran hat. Ach so. Sehr lustig, der Ding mutiert nicht so, aber seine Waffe. Nee, bei mir haben wir jetzt nichts in die Richtung. Nee. Schrauben haben sie. Nee, kein gerades Zeug. Da stand gerade schon wieder einer schön drauf. Kann sein, dass es halt nur die waren, die schon da waren. Aber hier waren wir ja vorhin schon und haben gegen die gekämpft, oder nicht? Ja, aber da haben sie auch was gedockt. Aber ich meine, dass Gegner, die während des Einschlags da waren, verstrahlt worden sind. So. Das heißt, du musst dann aber wirklich nach dem Einschlag instant da rein. Und Silvin, ich glaube, du brauchst nochmal Right Away. Ja, ich hab keins mehr. Warte, ich kann die gerade nochmal drauf. Wieso verstrahlst du so schon? Achso, du bist vorhin ausgestiegen, gell? Aus nee, dem nee. Anzug. Ich strahl die ganze Zeit langsam eigentlich. Hier liegt noch. Ja, aber du hast doch mehr Leben als ich. Oder ist der Strahlenanzug so krass? Red sind prozentual, der Strahlenanzug ist deutlich stärker. Okay. Ja dann, danke Damian. Ich bin gerade am gucken, nämlich ehrlich auch, ob ich einen Strahlenanzug habe, aber ich habe keinen. Wir haben noch die Alpha-Codes, gell? Ja, wir können theoretisch gerade nochmal eingeben. Ja, jein, warte mal kurz. Ja, Alpha ist gesperrt für. Ja, eben. Frage, wie lang? Hier hinten blinkt was Rotes. Ja, das ist der Silo-Code. Alpha ist gesperrt für 2 Stunden, 15 Minuten. Ja, vielleicht ist bis so lange verstrahlt. Kann natürlich sein. Ja, das glaube ich schon. Ja, das war schon eine längere Zeit. Der Uber-TT ist auch gerade da oben und in der Stadt und macht die Quest. Oder es steht direkt auf dem Questmark. Vielleicht ist also doch oben was in der Stadt. Nee, das sind ja nur die Kommunisten-Bots. Na eben, und die haben gar nichts gedroppt in die Richtung. Warum ist das da oben auch nur eine Daily? Ja, die nächste Nuke halt irgendwo hin, wo mehr Gegner sind, oder halt, wie gesagt, direkt auf den Riss. Ja, hier bei mir sind Verbrannte. Ja, komm mal. Greifst du dir gerade mal noch nicht an? Ja, ich muss mich zu euch porten. Aber das sind Low-Level-Verbrannte, deswegen weiß ich nicht, ob das lustig ist. Ich porte mich. Aber sie sind zumindest mal hier. Jo. Ja, ich denke, ich werde dann morgen gucken, dass ich die Folge, die ich jetzt hier aufgenommen habe, das ist ja quasi jetzt eine extrem lange Aufnahme, dass ich die cutte und halt mal hochlade. Ja, würd ich schon machen. Naja, auch wieder nichts. Ne, droppen auch wieder nichts in die Richtung. Aber vielleicht kann man es als Flux länger lagern, das kann gut sein, weil es ist ja im Prinzip schon die verwertete Pflanze, oder? Wie meinst du als Flux, wenn du es schon hergestellt hast? Nee, das Flux ist ja das, was du rausgekriegt hast, weil du gesagt hast, alles verstopft. Echt? Oder hast du direkt immer aus den Pflanzen schon Flux gesammelt? Das Flux kriegst du aus den Pflanzen. Ja? Ach so, okay. Ja. Okay, das ist im Prinzip ein farbiges Flux, was du mit dem ganzen anderen Zeug zusammen zu so einem, zu einer Art, ja... Sah aus wie so ein Gelee, so ein Glibber, so super Radioaktivitäts...
Power Shake oder sowas. Ja, und wie heißt der Schleim, den du von den Bäumen gesammelt hast? Warte, ich kann noch mal gucken. Hier oben war einer, den ich nicht einsammeln konnte. Aber das hatte nichts mit dem Flux zu tun. Da ist es. Der heißt Zwielichtsaft. Okay, den hab ich jetzt vorher nicht, nicht gesehen. Nicht bei Heilmittel. Guck grad mal durch. Diverses auch nicht. Und bei Schrott auch nicht. Haben wir das jetzt echt verschrottet, oder was? Kann theoretisch sein. Boah. Das wäre schon krass. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen, Mann. Na guck, jetzt hab ich hab jetzt hier Pflanzen gerade aufgesammelt, das sind jetzt wieder normale. Ja, ja, wenn du zu weit draußen bist. Nee, guck mal, wir sind immer. Wir sind immer ja, ich weiß, da unten war ich aber auch gerade. Jetzt wo ich hier wieder bin, hat's aber wieder die Radpflanzen. Okay. Da ist noch ein blaues, ne? Kannst du es noch nehmen? Nee. Ja, ich kann auch keine Bären, gar nichts mehr looten eigentlich. Ja, alles halt gesammelt schon, ist das halt so. Soll ich mal den Workshop von dir claimen? Spawnt dann wieder was? Wenn du das überhaupt kannst. Ich glaube nur, wenn ihr aus nicht in der gleichen Gruppe seid. Ja, aus der Gruppe raus und dann claim ich's dir weg. Ja, kannst du machen, wenn du willst. Also es könnte sein, dass wieder. Hier sind Verbrannte, hier sind Verbrannte. Bei mir. Okay. 6-7 Stück, die sind auch Level 68. Ja, bin da. Da sind ziemlich viele. Ja. Und eben diesen High Level, das ist schon mal so ein Zeichen mehr oder weniger dafür, dass es. Aber sie leuchten leider nicht grün. Ja. Leuchtende Masse. Jawohl. Gehärtete Masse. Ja, der hier nice. Auch gehärtete. Und hochradioaktive Flüssigkeit, das heißt, wir dürfen das nicht zercraften im Prinzip. Ja. Bei mir gab's keine Masse mehr. In keinem Viech. Okay. In keinem Mob war Masse drin. Hier vielleicht? Nö. Ja, vielleicht kannst du das noch gar nicht looten, weiß ich nicht. Oder hattest du es vorher schon? Doch, hattest du vorher schon, oder? Keine Ahnung. Nee. Ich hab nix von denen. Ich hab keine Masse, ich hab kein leuchtende Flüssigkeit, nix. Ja, ist vielleicht gerade so ein Schutz, dass nicht so Low-Leveler wie ich jetzt hier reinkommen und schon den krassesten Shit kriegen. Ich hatte aber eben hier bei einem eins und das hatte ich dann auf einmal nicht mehr. Also ich hab reingeguckt und dann war es aber nicht mehr da. Ja, vielleicht ist das gescherter Loot. Das kann sein. Dass ihr jetzt quasi alle weggesammelt habt, ja, kann gut sein, weil ich bin ja immer der Letzte, der lootet. Ich hab keins bekommen, ich hab's nur gesehen. Ach so, okay. Es war nämlich in dem Ding drinne und dann hab ich, Das ist nochmal so ein verbrannter Eroberer, komm nochmal zwei. Lass mich mal noch damagen, danke. Ja. Von da oben kommen noch mehr. Ja, da oben sind nochmal zwei. Ne? Doch, ja, hier war eine gehärtete Masse drin, ja. Aber auch, ich habe gesehen, als du es rausgenommen hast, war es weg. Ja. Also das ist tatsächlich geteilte. Okay, krass. Ja, dann lasse ich euch das looten. Ihr seid die mit dem Zeug gerade was anfangen können, glaube ich. Und wenn es irgendwas krasses ist, könnte es... Oh, eine Kampfflinte? Was ist denn eine Kampfflinte? Ist im Prinzip wie ein Jagdgewehr, nur dass es ein bisschen cooler schießt, dafür aber weniger Damage macht pro Schuss. Okay. Ein Schlagring? Nö. Sollen wir hier mal bleiben, ob die hier wieder hinkommen? Ja, sah ganz gut aus. Kann man machen. Red X wirkt nicht mehr. So. Ja, ich höre schon wieder welche. Links ja, unten, links unten ja. Ist einer. Also jetzt spawnen sie auf einmal, ne? Ja. Hier ist ionisiertes Fleisch.
Oh. Irgendwas steht schon wieder. Was unten oder was oben? Unten. Am Reaktor dran. Ah ja, da. Ich laufe mit Vollgas. Sich. Sind zwei sogar. Und der Snooki O'Cookie ist auch da. Ohne Strahlenschutzanzug, oder? Wie lange überlebt denn der hier drin? Achtung, hier drinnen kriegst du mega viel Damage, gell? Ja, ja. Tschüss, Snooki. Das war's mit ihm. Willst du das Fleisch? Nimm du. Der Snooki ist noch hier. Jetzt Fleisch habe ich ziemlich viel. Läuft. Warte, ich töte ihn. Lol, ich habe sogar eine Belohnung gekriegt. Ah ne, Damian. Ja, Damian hat jetzt ein Kopfgeld, weil er ihn angegriffen hat. Ja gut, aber was wollen die gegen euch beide machen? Ich würde halt gucken, dass wir so einmachen, dass jeder im Prinzip jetzt so viel wie möglich craften kann. Also ich habe jetzt ich habe von allem noch nichts. Nur gehärtete Masse, ja. Dann. Was ich heißt, ich loote nur noch gehärtete Masse. Und worunter speichert sich das? Unter Schrott? Unter Schrott habe ich bis jetzt alles gefunden. Ja. Oh shit, okay, ja gut, dann haben wir es vorhin wahrscheinlich dann wirklich ver. Also der dürfte nicht mehr kommen. Also ich lasse es euch sammeln und wenn es irgendwas Cooles ist. Oder glaubt ihr, dass die Sachen Account gebunden sind? Oder nee, wir Spieler gebunden? Das ist schon nee, schwerbar. Ist nichts eigentlich gebunden. Ja, eben. Also dann. Außer Silo-Codes. Du, wer weiß, ne? Wieso lebt denn der Dude eigentlich überhaupt noch? Der Snooki. Wie hat denn der so lange überlebt? Keine Ahnung. Bald habe ich dann aber ein Red-Problem. Yep. Und dann meine Red-X, Red-X und Red-Away weg. Um nächsten Bot. Einfach mal in alle Richtungen gucken und Q drücken, by the way. Manchmal visierst du da irgendwas an. Okay, mein Ding geht nicht so weit, mein Wetz. Also die Zwielichtmasse ist auf jeden Fall hart gerespawnt. Ich sehe hier überall nur noch grüne, blaue Sachen. Ja, und kannst die alle nicht einsammeln. Nee, geht alles nicht. Wie war das, wenn man stirbt? Resetten sich die Reds? Ja. Nicht resetten, aber ein bisschen ist ein bisschen weniger. Bei mir in der Nähe ist auch gerade was gespawnt, glaube ich. Hier. Ich habe eben gerade was gehört. Sevin, du bist gerade hier. Guck hier. Ach ja, dann ist das ja gleich. Ich habe nämlich eben auch was gehört. Ja, sehr du machst. Ja, wir können nachher ihn auch austauschen, das Spiel ist gut. Da hinten ist gerade ziemlich was gespawnt Richtung Norden. Guck mal, da ist ein Scotch-Beast. Alter, warte, dann hau ich mir gerade nochmal ein Red-Away rein. Ja, wir müssen es beilen, also ich hab gar keins mehr. Ja. Warte, ich kann den noch ein bisschen, warte. Ja, ich hab nur noch verdünnte. Irgendwas, was noch Reds wegmacht? Nee, oder? Ja. Hier, nimm die verdünnten hier. Ich schmeiß hier immer zwei auch rein. Ist das ein verstrahltes Scotch-Beast? Ja, das ist jetzt die Frage. Weil das leuchtet so grün. Da oben sind noch verbrannte Eroberer. Wo? Oben drauf, oder was? Hier oben bei der Hütte oder so, hab ich gerade irgendwo gesehen. Nur kurz mit dem Fadenkreuz gehabt. Ja, dann machen wir lieber die als Scotch-Beast, oder? Hat mit dem Fadenkreuz gesehen. Rechts davon. Ich lauf gerade drauf zu. Hier bei mir beim Baum. Aber war nur einer. Ja. Ja, aber das Scorch-Beast ist ziemlich grün, also es sieht schon verstrahlt aus. Ja. Nee, die sehen immer so aus. Okay, na dann. Ich mach das jetzt. Alter, wie viel Schaden machst du dem Ding, Alter? Heftig. Ich habe leider keine Schwarz-Ding-Kugeln, sonst würden die vielleicht auch Schaden machen. Alter, komm zurück.
Da fliegt's weg. Jetzt auf einmal den Pussy-Mode angeschmissen, oder was? Naja, erst auf dicke Hose machen und dann... Sylvain, komm mal kurz. Hier. Trampel. Weil der Strahlenschutzanzug, der bringt schon einiges. Dankeschön. Dankeschön. Es landet, Sylvain, komm her. Oh, nice. Ich laufe. Renn. Bang. Ja, ich bin. Ich bin überladen. Es geht nicht. Ich weil mich. Turbo-Modus. Also ich habe auch schon Videos von Scorchbees gesehen, aber so grün geschimmert. Echt? Haben sie das schon gemacht? Okay, es ist jetzt halt, weil alles so dunkel ist und so, ne? Wahrscheinlich, ja. Billy, gib ihm! Attacke! Ja, ich hau mir der Schrotze drauf, wie gut ich kann. Nein! Oh! Och, Menno! Voll unfair. Vor allem hat die mir meine Schrotze kaputt gemacht, die Sau. Ja, der macht auch Rüstung mega krass kaputt, die Scorchbeasts mit ihrem... Aber wenn ihr hier bleibt, landet er vielleicht nochmal. Hier hinten steht eine Power Armor, Philipp. Ich hab eine. Ist da was drin? Ich guck grad, ob Teile drin sind. Das wäre nicht schlecht. Lädt grad nicht. Wo? Hier! Soll eine stehen? Ne, bei mir steht hier keine. Ne, bei mir steht keine. Dort spielst du noch 5% HP. Dort gleich. Oh shit. Ich kann's nicht angreifen. Lande! Komm, lande! Mann oder Muschi, hä? Köpfer! Flachköpfer! Hat bei mir auch nichts. Nö. Ich hab das Gefühl, dass der Server gerade down ist, könnte es sein? Also gar gar nichts hat's nicht, es hat halt den normalen Loot. Okay, nee, es hatte bei mir gar nichts. Bei mir hat's beim ersten Mal gar nichts gehabt und beim zweiten Mal konnte ich's looten. Ah ja, guck nochmal drauf, das habe ich teilweise bei den Extraktoren auch, dass ich nochmal hingucken ist nichts. Ja. Okay, krass. Na dann laufen wir nochmal zurück, da wo die Ghule waren, oder? Hallo, Ghoulies. Warte, ich port mich zu dem Kraftwerk, du weißt ja, hier porten, respawns und so. Jetzt hat's mich gekickt, Server getrennt. Ja, mich auch. Ja. Boah. Haben die jetzt die Server runtergefahren? Weil sie wahrscheinlich festgestellt haben, shit, die haben schon den Nuke. Fuck, was macht... Rip-Atomeinschlag. Schade. Vor allem können wir das Zeug ja nicht craften, wenn das jetzt kaputt geht dadurch. Das wäre mega assi. Ah, es dürfte auch eine Haltbarkeit. Also, ja, wir müssen mal gucken. Ich glaube, wir müssen das Team kurz auflösen, oder? Sonst. Oh, bei mir steht immer noch warten. Ja, bei mir auch. Okay. Schade. Ja, lass mal ganz kurz. Aber das Team war auf jeden Fall. Jetzt kann man wieder drauf gehen. Bei mir noch nicht. Jetzt im Team spielen. Fortsetzen. Achso, du bist schon. Okay. Ich bin direkt wieder gejoint. Jetzt danach. Mal gucken, ob die Nuke noch da ist oder nicht. Ich bezweifle. Was, seid ihr wieder vom gleichen Server gekommen? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Sehen wir jetzt. Fortsetzen stand da halt bei mir. Fortsetzen, was vor? Was soll ich denn fortsetzen, Junge? Sieht so aus oder was? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich ein Bild von der Atombombe in der Facebook-Gruppe posten drunter schreibe. Würde mal sagen, erster. Ja, mach ich auch. Das mache ich sowas von. Aber ihr müsst mir die Bilder, die ihr gemacht habt, noch schicken. Da kann ich bestimmt eins für ein Thumbnail diese Bro vor der Atombombe bilden. Ich baue noch beide verschiedene Lackierungen mit der XM01 Rüstung. Ja, und dann ich als rasender Reporter. Ja, also hier scheint die Sonne, wo ich jetzt gerade bin. Aber ich bin noch auf einem anderen Server. Ja, ich bin noch auf einem anderen. Ich auch. Ja. Schade. Also, fertig. Stehst mit mir drin. Ich komme gerade mal zu euch, ja.